Ja, und damit herzlich willkommen zurück bei Gestrandet Rewind mit Nefias. Und Gorobai. Und dem Hund hier. Und Walter. So. Ich werde jetzt ein bisschen mein Haus bauen, ob ihr es glaubt oder nicht. Das gibt's ja gar nicht. Ja, ist unglaublich. So. Ich versuch's heute mal mit Shader. Bist du normalerweise... Ach nee, bist nicht so der Shader-Typ normal, ne? Ja, normalerweise laufen die bei mir auch nie so knorke. Wobei Vanilla hier, Vanilla gestrandet, kann man sich ruhig mal mit Shadern geben. Eben, deswegen habe ich es mal versucht. Und da 1.8 ESO-Performance-freudig ist, also besser läuft als die anderen Versionen, kann man es hier mal probieren. Das ist komisch, ne? 1.8 ist... besser. Endlich mal eine gute Version. Ja. So, da habe ich Essen, da habe ich einen Lava-Eimer, den ich jetzt nicht unbedingt brauche. Boah, ich habe so viel Schnee in meiner Kiste, ne? Das ist unglaublich. Nee. Der Ofen kann auch weg. Habe ich gerade 60 FPS? Nee, 25, das ist ja top. Was ist da los? Draußen habe ich meine Schaufel ist kaputt gegangen. Ich glaube, ich mache den Shader aber wieder aus. Oder ich stelle den mal ein bisschen. Und mit dem Shader muss ich ausprobieren. Da muss der Nefias sich vor und zurück probieren. Ne? Lustigerweise läuft der Ultra-Shader besser. Von den FPS? Ja, als der Standard-Shader. Okay, dann spielen wir mit Ultra-Shader. Okay. Okay, Leute, ihr habt Glück. Heute gibt's Ultra-Shader. Obwohl, jetzt sinkt's wieder. Ah, mal gucken. Probieren wir die Folge mal aus. Ich mache ja keinen PvP. PFP. Oh mein Gott. PvP. PvP. Pow, pow, pow. QDE. So. Oder gab mit deinem Mikrofon los? Meinem? Hm? Was ist damit? Nix. Jetzt ist wieder gut, aber eben machte das so Knackgeräusche. Vielleicht war es Internet. Das ist möglich. So Leute, jetzt haben wir uns das hier gebaut. Erstmal ein bisschen Holz mitnehmen hier. Wo stellen wir den hin? Und hinten in die Ecke. So. Was willst du tun? Was willst du tun? Ach ja. Der war cool. Ja. Bin ein bisschen geschädigt beim Kopf. Was willst du tun? Ich spiele Gameboy in der Schule. Ich bin ein echter Gangster. Echter Gangster? War doch der gleiche, oder? Ja. Also glaube ich, dass das der gleiche war. Ja, müsste der gleiche gewesen sein. So, ich hatte ja nochmal, wir hatten ja viele Fragen auf Twitter. Ach ja, von der Honeyfood zum Beispiel. Ja. Hast du das auf? Ja. Geil. Hashtag MCGRewind. Ansonsten, bevor du eine Frage reinhaust, habe ich gerade eine, ohne sie zu öffnen, weil mir die gerade noch einfällt. Und zwar wurde gefragt, auf was wir richtig gehypt sind 2015. Also spielemäßig oder? Alles. Alles. Also ich freue mich auf die Gamescom. Da bist du jetzt schon gehypt. Ja, gehypt? Ich bin nie so gehypt. Also so richtig, so einen richtigen Hype-Train habe ich nie. Was hast du denn? Ja, ich freue mich halt einfach nur immer auf die Sachen. Aber gehypt, so dass ich, also ich finde, Hypen ist so der Begriff, dass ich anderen Leuten damit auf den Sack gehe. Und wenn ich hype, dann... Also bist du nie so gehypt quasi dann? Ich hype höchstens 2 Tage vorher. Okay. Sonst. Ist ja auch eine ähnliche Sache. Ja, darauf bist du gehypt und worauf noch? Spielemäßig. Ja, also spielemäßig bin ich eh kaum gehypt. Ich bin auf The Witcher 3 gehypt. Echt? Ja. Freue ich mich drauf. Okay. Ist das für dich? Willst du das für dich spielen oder auf YouTubes? Ich werde das für mich spielen. Was?
Ja, dann werde ich mir eine Packung Chips gönnen und dann. Was? Nur für mich allein. Das gehört, der Goro will für euch nichts mehr tun, ey. Das stimmt nicht, aber ich finde, das ist halt wieder so ein Spiel, das wird halt wieder die Hälfte von YouTube spielen, weißt du? Das stimmt schon, ja. Da hast du recht. Da habe ich das dann immer so ein bisschen mit. Können Sie es auch woanders sehen? So, okay. Und außerdem finde ich, da das ja eine Reihe ist quasi dann. Müsste man alles auf dem Kanal gemacht haben. Ja, genau, 3, 4, 5, 6. Genau das finde ich. Genau das finde ich! Achso. Das ist spielemäßig, auf das ich gehypt bin. Dann bin ich gehypt. Keine Ahnung, ich soll nicht in Urlaub oder so. Dieses Jahr nicht. Urlaub, da träume ich von. Weiß nicht. Sommerferien bin ich schon wieder gehypt. Na, Sommerferien, ey. Da träume ich von. Gamescom wird bestimmt auch cool. Meine Sommerferien sind die Gamescom, ey. Oh, nee, 4. 1, 1, 2, 3. Das ist echt so. Die Zeit, wo ich frei hab, das sind irgendwie 2 oder 3 Wochen. In der Mitte davon ist die Gamescom. Das sind meine Sommerferien. Aber dann bist du auch in das letzte Jahr der Umschulung, ne? Ja. Freust du dich? Vorher kommt noch, also danach kommt ein Praktikum, was ich 6 Monate machen muss. Da, das wird mal gucken. Da freust du dich nicht so drauf? Ja, weiß ich noch nicht. Kommt drauf an, wo ich hinkomme, ne? Wenn ich, je nachdem, wo ich lande. Kann das ja ganz cool sein. Wir haben eine Praktikumsstelle in Nordchina, wir sagen. In Nordchina. Dann kannst du das vergessen mit YouTube. Mit China? Mhm. Wieso? Weil ich da 24/7 am Acker bin. Mhm. Kennen wir ja. Mach ich auch so die schon. Die ganzen Chinesen da. Die Chinesen. Die Chinesen. Die arbeiten haben wir so viele, die Chinesen. Machen wir das denn jetzt? Mir läuft das hier, das läuft nicht so. Ich glaube, ich hätte den Rechner auch nochmal vorher neu starten müssen. Wir machen mal den Shader aus hier. So. Jetzt ist schön. So. Nee, ist echt so, mein Rechner denkt sich gerade, ja, ich schaff den Shader. Und dann dachte sich gerade dann so, nee, doch nicht. Ich schaff das schon, ich schaff das schon, ich schaff das schon. Ich schaff's doch nicht, ich schaff's doch nicht! Mach aus! So, und andere geile Spiele dieses Jahr eigentlich? Dieses Jahr, ich weiß es nicht. Ich bin schlecht informiert. Ich auch. Minecraft 1.9 vielleicht, kann man auch gehalten. Die 1.9? Soll die kommen? Nö, weiß ich nicht. Bestimmt dieses Jahr. Kommt doch erst die 1.8, ey. Wenn nicht sogar 2.0. Microsoft hat ja deren Brille angekündigt, deren Special Awesome Brille. Ja, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Das ist ja so, das ist die Behauptung, deswegen hätten sie ja Minecraft gekauft, ne? Ja. Weil Minecraft für dieses Projekt eigentlich ideal ist zum Spielen. Weil du hast dann ja, du hast dann ja Minecraft in deinem Raum sozusagen, ne? Ja, aber will ich das? Das ist die Frage. Vor allem will man das bezahlen. Das kommt ja in Verbindung mit Windows 10. Und die Brille wird ja auch nicht günstig. Will ich das? Ich weiß, ich will es jetzt nicht. Also ich muss es. Ich finde es toll, dass ich hier am PC sitzen kann. Ja, eben. Aber naja, gut. Die haben natürlich kluge Köpfe, die sagen, dass die Welt ist bereit dafür. Das hat Nintendo 1990 auch gesagt, als sie ihre komische Virtual Reality Brille da rausgebracht haben, die überhaupt nicht Virtual Reality war. Die Welt war nicht bereit. Die war endlich bereit. Nintendo waren ja auch die ersten, die sag schnell, so Online-Gaming gemacht haben. Indem sie das über Satellit gemacht haben. Die Welt war auch nicht bereit dafür. Aber kein Schwein hatte Satellit. Na gut, aber man kann natürlich sagen, dass jetzt, heutzutage ist es natürlich alles ein bisschen einfacher geworden, ne? Ja. Sowas zumindest. Oh, das hier zu bauen, so an der Schlucht dieses Berges hier, das ist ganz schön auch nervenaufreibend, ey. Ich glaube, ich muss mir so eine Bauplattform ums Haus ziehen. Ich glaube, das mache ich jetzt.
So. Also ich bin ja immer noch an meinem Keller zugange, ne? Ach, dein Keller. Keller, Schmeller. Ich höre, ein Zombie ist ja bei mir im Haus. Bei mir ist er nicht. Wo ist der? Bestimmt wieder irgendwo draußen an der Hauswand bei mir. Naja. So, du hast Frage von Herrn Ifu. Was willst du tun? Ach ja, stimmt da. Warte, ich muss einmal hier das Wasser regeln. Damit hat er wieder vergessen, gleich, ey. Ich gleich dabei. So. Geht sofort los. Ja. Bin quasi schon auf Twitter. Boah, jetzt ist Wasser weg. So. Fragen. Es scheint Frauenmangel zu geben, oder? Naja, dann frage ich mal was. Achso, Fragenmangel. Frauenmangel, ich denke so, was kommt denn jetzt? Mit was würdet ihr gerne eure selbstgemachte Pizza belegen? Salami, Pilze, Schinken, Thunfisch, Paprika, Mais geht auch klar. Alles. 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 Hast gehört? Alles. Alles. Selbstgemachte Pizza ist eh immer geil. Ja, klar. Ich hab meistens immer so dieselben Sachen, die ich rauflege, wenn ich selber mache. Ja, ich ja auch. Das habe ich gerade aufgezählt. Ach so. Das sind immer die gleichen. Salami, Schinken, Thunfisch ist auch cool. Ja. Paprika. Mais. Soße Hollandaise. Was? Ja. Was? Zwiebeln, Tomaten und... Ah, Zwiebeln gehen auch klar, ja. Aber Tomaten gehen bei mir überhaupt nicht klar. Also du machst auch Tomaten-Dings drauf, oder? Ja klar, Tomatensoße ja, aber ich mag Tomaten, das Gemüse an sich nicht. Okay. So, das rohe, die rohe Tomate. Und magst auch wenn sie warm ist, so, die Tomate an sich mag ich nicht. Nur wenn sie verarbeitet ist schon. Aber hast du das dann nicht auch, wenn du schon, du tust auch relativ viel drauf, ne? Ja, die Tomaten, was meinst du? Nee, ich meine so auf die Pizza. Ja. Hast du das dann nicht auch, dass der Belag halt richtig krass viel ist im Vergleich zum Teig auch? Ja klar, das ist normal, das gehört dazu. Das dauert mega lange, bis das Ding durchgebacken ist. Das ist das Schlimmste. Das ist das Schlimmste. Aber oh nein. Sonst, aber geil, ey. Soße Hollandaise, ich kann es jedem nur empfehlen. Soße Hollandaise auf die. Das ist das Beste. Ich sehe das oft, wenn man Pizza bestellt, dann sieht man das oft, dass irgendwo Soße Hollandaise drauf ist. Ja, aber in Dänemark kennen sie es zum Beispiel gar nicht. Da kräuseln sich hier die Fingernägel hoch über den Leuten. Wenn die Soße Hollandaise drauf machen sollen? Ja. Aber die in Dänemark sind sie doch so Mayo. Die sind, ja, sind die eigentlich. Eigentlich. Es ist doch, Soße Hollandaise ist doch fast wie Mayo, oder? Ja, nur geiler. Findest du? Ich finde das übelst geil. Beste. Soße Hollandaise ist Beste. Beste. Beste, ey. Nee, also solche Sachen tue ich dann drauf. Okay. Also, aber ist halt mehr Belag als Pizza, ne? Das ist wahr. Ich finde, ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, was ihr denn so gerne auf eure Pizza was kriegt. Esst ihr auf der Pizza? Schreibt's in den Kommentaren. So. Echt mal, schreibt's in die Kommentare. Ich habe letztens eine Pizza bestellt, also da hatten wir mal bestellt. Da war auch Hähnchen drauf, das finde ich eigentlich auch ganz geil. Hähnchen ist auch geil. Das war auch ganz lecker. Ja, aber viele mögen ja auch nicht, du machst das ja auch, also Salami und Thunfisch. Ja, ja. Da hast viele, du den Fisch mit der Salami zu mischen, meinst du, ne? Ja, viele machen das ja nicht. Ja, verstehe ich nicht warum, ist doch geil. Ja, ich verstehe es auch nicht. Es gehört doch, es kommt eh alles in den Magen. Das ist doch. Ja, aber so denken die nicht. Geil. Das ist doch Geschmacks. Das Geschmacksporno ist das doch. Das ist es leider wirklich. Meine Freundin hat sich auch mal Pizzen bestellt mit Barbecue-Soße drauf und so. Da bin ich nicht so der Fan von. Soll aber geil sein. Ja, ja, es ist, aber ich finde. Barbecue-Soße an sich nicht schlimm. Aber zu viel ist dann wieder Kacke. Zu viel Barbecue-Soße? Ja.
Ich so, nur, du meinst so, halt nur so ein Hauch, weißt du? So ein bisschen Barbecue-Soße ist geil. Aber wenn du so hier Dings bestellst, hier, wie heißen die noch? Spare Ribs? Selbst da, ja, die sind ja dann, Spare Ribs sind ja meistens eingeschmiert mit Barbecue-Soße, so mariniert schon. Das ist ja was anderes. Musst du noch reintun, ey. Das muss richtig schwimmen. Das muss richtig schwimmen. Die musst du zu Wasser lassen, die Dinger. Das muss schwimmen. Kinder. Hast du noch eine Frage so zum Abschluss? Nö, machen wir in der nächsten Folge, würde ich schätzen. Du bist ja ein Geier, ey. Ja, aber ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, was ihr so auf eure Pizza tut. Das interessiert mich jetzt. Jetzt will er groß wissen, ey. Da, vielleicht sind da ja auch kreative Ideen, wo man denkt, ah Mensch, das könnte ich jetzt. Spaghetti auf eine Pizza soll auch geil sein, ne? Spaghetti, ja, ist mir mal zu anstrengend. Ja? Aber ist geil, hast du es probiert schon? Ja, ich habe schon mal eine Pizza Bolognese gegessen, klar. Ist geil, Leute, ich sag's mal. Aber jetzt stell dir mal vor, du machst die Pizza ja selbst. Ja, dann noch Nudeln kochen und ja eben. Willst du dann so eine Maggi-Tüten-Bolognese auf die Pizza hauen oder was? Ist auch nicht geil, ne? Ja, eben. So eine Bolognese musst du dann, wenn du sie selbst machst, mit der Pizza schon selbst, dann musst du die Bolognese auch selbst kochen. Und das dauert doch stundenlang. Und wenn ich mir eine Pizza. Und wenn ich mir eine Pizza selbst mache, dann muss die schnell gehen. Ich hab Hunger. Du lachst. Ja, gut, überzeugt. Also, keine Spaghetti. Wir sehen uns im nächsten Mal von Gestrandet Rewind. Wenn es vielleicht um Schnitzel geht und nicht um Pizza. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.